Ich liebe dich, Schatz. Meine super süße Rare. Hast du mir gerade zugehört? Aber natürlich. Liebe ist irgendwie was. Und Discord ist toll. Ach, keine Ahnung. So, können wir jetzt endlich spielen? Sicher. Nachdem du zugegeben hast, dass du an die Lieb... Sugarbell! Big Macs Freundin. Was macht sie denn schon in der Stadt? Ich bin ganz sicher, Sugarbell. Big Mac wird das unter Garantie nicht erwarten. Sie plant auch eine romantische Überraschung für Big Mac. Was, wenn sie nach Sweet Apple Acres geht, bevor Big Mac mit seiner Überraschung fertig ist? Wir müssen ihn warnen. Ich meine, Big Mac. Sugarbell ist hier. Sie war im Nascheckchen. Aber ich glaube, sie ist auf dem Weg hierher. Mach schon. Du musst sie aufhalten, bis alles vorbereitet ist. Yep. Was mag sie wohl für ihn geplant haben? Oh, da müssen wir nicht weiter rätseln. Oh. Würdest du mich das nächste Mal bitte vorwarnen? Oh, sie hat ihn noch nicht entdeckt. Pass auf, Discord. Ich zeig dir, worum es bei der Liebe geht. Spike, für die Liebe muss man in Büschen herumspionieren. Mach dich von mir aus lustig. Aber sieh dir Big Mac an und sag mir, dass du nicht an die Liebe glaubst. Ich hoffe, es wird ihm auch ohne mich gut gehen. Oh, hey, wir wollten nicht spionieren. Ich meine, er ist ja vorher auch gut zurechtgekommen, also wird es ihm gut gehen. Wie soll ich es Big Mac nur mitteilen? Du musst mich ab jetzt nicht mehr in meinem Dorf besuchen kommen. Wir müssen dringend reden. Sei einfach ehrlich zu ihm. Du hast recht. Okay, es ist zu Ende. Wie man sieht, hat sie ihn sehr überrascht. Okay, es sieht schlimm aus. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht meinte sie mit, es ist zu Ende, auch nur den Tag. Ponys sagen sowas, oder? Wie, hey, weißt du noch gestern? Gestern ist zu Ende. Heute ist heute. Vielleicht doch nicht. Oh, ich weiß schon. Vielleicht hat Sugarbell einen Cousin und der muss jetzt allein dafür sorgen, dass der Laden läuft, weil sie nämlich bei Mrs. Cake in die Lehre geht, zweimal die Woche. Nein, an drei Tagen. Deshalb musste sie in ihrem Dorf nicht mehr besuchen, weil sie, naja, schon hier ist. Nee, das glaube ich mir nicht mal selbst. Sie nimmt Kuchenbacken immer sehr, sehr ernst. Wieso habe ich es versucht? Sie hat sicher gedacht, ich werde mich über sie lustig machen. Och, ich kann das nicht mit ansehen, Big Mac. Und noch dazu wegen eines Mädchens. Ich berufe einen Notfallmännerabend ein. Jetzt sofort. Der muntert dich auf. Außerdem darfst du nicht noch mehr meine 1000 Jahre alten Taschentücher mit Monogramm ruinieren. Die sind aus Seide, weißt du? Der Unterricht kann beginnen. Lektion 1. Nichts kann dir das Herz brechen, wenn du nur dich selbst liebst. Zeig einfach allen Ponys, dass du viel zu cool bist, um dich mit sogenannter Liebe abzugeben. Pass gut auf. Ungefähr so lehnen sich coole Typen an andere Gegenstände. Und wenn man einen Typen sieht, der sich ungefähr so cool gegen etwas angelehnt hat, denkt man, wow, den Typen schert nichts, was in Equestria vorgeht. Nicht einen Typen, der sich so lässig anlehnen kann. Ich glaube nicht, dass Anlehnen da hilft. Ist das richtig? Wir sind nicht wie du, Discord. Wir können nicht einfach so tun, als würden wir nicht lieben. Das ist unmöglich. Lektion 2. Es stehen viele Ponys auf der Weide, oder, Big Mac? Und unter ihnen ist auch ein Mädchen, das dich Sugarbell vergessen lässt. Du hast ihren Namen erwähnt. Oh je. Okay, wir haben die Scheune für Big Mac dekoriert. Das heißt, wir haben den Rest des Tages noch für uns. Die ganze Stadt scheint voller Verehrer zu sein und wir sind zu dritt. Zusammen werden wir der Sache leicht auf den Grund kommen. Alle bereit? Kommt! Entschuldige, Pipsqueak,
Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Nein? Bist du spät dran? Bist du Sweetie Bells heimlicher Verehrer? Entschuldige, ich mache eine Umfrage über das anonyme Versenden von Kuchen. Bist du eher dafür oder eher gegen anonymes Versenden? Einen fröhlichen Herz- und Huftag. Habt ihr Jungs mir rein zufällig ein Paket geschickt? Kein Problem, sagt ruhig nein, ich nehm's nicht persönlich. Bitte sagt nein, bitte, bitte sagt nein.